Hi, Simon hier vom YouTube-Kanal Dr. Badbeard. Heute in diesem Video habe ich für euch 6 Endgame-Waffen, die vom Style her oder von ihren einzigartigen Fähigkeiten einfach cool sind, die ich euch noch zeigen wollte. Und ehrlich gesagt wusste ich einfach nicht, wo ich die sonst reinpacken soll. Ich habe auch einfach eine Liste mit 12 Waffen und ich habe mir gedacht, deswegen mache ich daraus auch einfach 2 Videos. Das heißt, die kommen jetzt direkt nacheinander nochmal so für euch, die jetzt vielleicht am Ende vom Spiel schon sind oder schon in New Game Plus. Einfach ein paar weitere coole Waffen, die ihr unterwegs finden könnt, um eure Bank zu vervollständigen. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, welche davon ihr schon habt und was eure Lieblingswaffe in Elden Ring ist. Wenn es euch gefällt, wie immer, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft mir dabei, dass die Videos von mehr Leuten gesehen werden und zeigt mir, dass ihr mehr solche Videos sehen wollt. Natürlich beinhaltet das Ganze hier Spoiler, selbstredend, aber das Spiel ist auch schon ziemlich lange draußen. Deswegen denke ich, kann man das jetzt auch mal machen. Die erste Waffe, über die wir heute reden, sind die Schwingen von Astel. Das ist eine sehr gute intelligenzskalierende Waffe, die hat einmal diese besondere Kriegsasche und ihr starker Angriff feuert automatisch Projektile ab, ähnlich wie das Mondschleier-Katana. Diese Waffe ist grundsätzlich erstmal einfach besonders, ne, was ihre Funktionalität angeht, aber sie ist auch einfach ziemlich stark, ein ziemlicher Boss-Zerstörer. Gerade dieser Angriff hier, wenn ihr das hochskaliert mit Weisheit, also Intelligenz, macht das Ding richtig ordentlich Schaden, hat eine hohe Weisheitsskalierung, das Ganze. Diese Waffe findet ihr in der Nähe von Noxtrella, der ewigen Stadt, die ihr hier im Untergrund beim Fluss Einzel finden könnt. Das ist hier unter Lyonia. Den Eingang hierhin findet ihr, wenn ihr der Rani-Quest-Reihe folgt, über die ich auch schon ein eigenes Video gemacht habe. Da bekommt ihr auch das Moonlight Greatsword von Elden Ring. Das ist jetzt nochmal hier verlinkt für die ganze Quest-Reihe. Da wird das alles nochmal erklärt vom Hauptarm, der Einzel aus. Hier startet ihr, wenn ihr an diesem besonderen Punkt der Rani-Quest-Reihe wart. Folgt ihr einfach dem Fluss weiter runter. Und anstatt jetzt hier Richtung Noxtrella, der ewigen Stadt, zu gehen, geht ihr hier runter und folgt an der Seite hier diesem Weg. Hier bei den Ul-Palast-Ruinen ist normalerweise hier ein Gegner, der auf euch schießt. Den Wasserfall herunter. Und hier, wo diese geflügelten Ameisen sind, folgen wir einfach diesem Weg hier. Vorbei an der Ameise mit dem Riesenkopf. Könnten wir jetzt auch besiegen, aber lassen wir jetzt einfach mal. Hier seht ihr einen Gegner, der eine T-Pose macht, um seine Dominanz hier zu zeigen. Kann man direkt mal hier unsere Astel-Power zeigen. Und hier an dieser Stelle können wir dann runterspringen. Hier dann ein Stück hoch. Und die Schwingen von Astel findet ihr hier auf diesem Balken in der Truhe. Die nächste Waffe ist der Götterskalpe Häuter. Das Ding hat eine sehr interessante Ash of War. Das ist hier dieser Seelentornado, den man aufladen kann, der sehr viel Flächenschaden macht. Und da es eine Stangenwaffe oder ein Twinblade ist, hat es auch ein sehr cooles Moveset, ein extra Moveset, wenn man es dual-wieldet, also zwei-handed. Diese Kriegsasche gibt es auch später nach einem nicht optionalen Storyboss, um sie eben auf andere Waffen drauf zu machen. Früher bekommt ihr die, wie gesagt, auf diesem Gerät hier. Ist allgemein auch einfach eine coole und relativ einzigartige Waffe, finde ich. Und die findet ihr hier im Windmühlendorf, glücklicherweise wesentlich einfacher als die Schwingen von Astel. Hier oben auf dem Altus-Plateau im Norden. Hier geht auch, wenn ihr euch an eins meiner letzten Videos erinnert, die Questreihe von Millicent weiter. Hier oben auf dem Windmühlenhügel findet ihr einen dieser Götterskalpe, den ihr besiegen könnt. Der droppt dann auch einfach diese Waffe. Und wie gesagt, ich mag halt vor allem diese Kriegsasche sehr gerne. Flächenschaden ist halt an vielen Stellen des Spiels ziemlich praktisch. Wenn ich den Angriff starte, seht ihr, können die mich nicht angreifen, weil sie gestunt werden. Es hat zwar eine etwas längere so Wind-Up-Time, aber gerade der Stun, den diese Waffe verursacht, der ist ziemlich stark. Vielleicht auch im PvP ziemlich gemein. Die nächste Waffe ist die blutige Helix. Die finde ich vor allem cool, weil sie mich so an Bonfire aus der Dark Souls-Serie erinnert und ist eine der Blutungswaffen, die ich in meinem Blutungsvideo
vergessen habe zu erwähnen, weil ich sie zu dem Zeitpunkt eben einfach noch nicht hatte. Die blutige Helix, wie alle Blutungswaffen, löst Blutverlust aus und hat auch in diesem Fall eine Arkan-Skalierung. Da Arkan jetzt mit einem der letzten Patches gefixt wurde, ist diese Waffe dann dementsprechend auch stärker. Sie hat auch einen einzigartigen Waffenskill, der nicht ausgetauscht werden kann. Dieser Skill lässt euch ausweichen und dann könnt ihr ein Follow-up machen mit einem starken Angriff. Das Ausweichen hat auch Invulnerability-Frames und wie ihr seht, macht ziemlich starken Stagger-Schaden, da es ein harter oder ein schwerer Angriff ist. Und die ist auch sehr einfach zu finden hier auf dem Altus-Plateau bei den Sturmblut-Ruinen hier in einem Keller. Dort müsst ihr zunächst einen Boss besiegen, der ist aber jetzt nicht besonders schwer gewesen, der eben diese Waffe führt, hier unten im Keller. Und hinter dem Boss ist dann eine Truhe, in der ihr die blutige Helix finden könnt. Die nächste Waffe ist eine meiner Favoriten, wenn es jetzt auch nur um den Look und den Skill geht, einfach um den Style der Waffe. Das ist der Blitz von Grand Sax. Eine legendäre Waffe, ein Drachenspeer, der einen ziemlich einzigartigen Skill hat. Denn er hebt euch in die Luft und lässt euch einfach so einen Drachenblitz schleudern. Also es gibt, glaube ich, wenige Waffenskills, die cooler sind in Elden Ring. Mal gucken, ob wir den Typ da oben treffen. Nee, nicht wirklich. Ansonsten hat er natürlich das typische Speer-Set. Ihr könnt also auch angreifen, wenn ihr ein Schild gezogen habt und so weiter. Also für Speerspieler ist das auf jeden Fall eine Waffe, die ihr unbedingt haben solltet. Das ist eine Waffe, die ihr relativ spät im Spiel kriegen könnt, aber nicht zu spät, denn es gibt einen Point of No Return sozusagen für die Waffe, nachdem ihr sie einfach nicht mehr bekommen könnt. Und zwar der Punkt, an dem ich jetzt bin, wo der Erdbaum in Flammen steht, nachdem ihr in Farum Azula wart und Malikev die Schwarze Klinge besiegt habt, ist die Hauptstadt, wie ihr wahrscheinlich wisst, bedeckt von Asche, was einige Wege hier einfach blockiert. Also dieses ganze Gebiet hier unten ist einfach nicht mehr verfügbar. Hier seht ihr auch Grand Sax und seinen Blitzspeer hier. Wenn ihr eben alles gemacht habt, bis auf Malekith zu besiegen, wenn ihr schon in der Hauptstadt seid, könnt ihr hier auf der Spitze des Speers das Ganze finden. Und zwar müsst ihr dann, nachdem ihr oben in der Kirche Godfrey besiegt habt, also den Geist von Godfrey, da geht es ja hier hinten über diesen Baum hoch zu dieser Kirche. Und wenn ihr ihn dort besiegt habt, könnt ihr dann nochmal außenrum runterfahren. Anstatt dann da hinten weiterzugehen, den Weg nach oben einzuschlagen Richtung Earthtree, Richtung Erdbaum, kann man auch hier aus dem Frontausgang raus und dann hier hinten nochmal runterfahren. Das Runterfahren an sich, das geht auch noch, während man hier in der aschernen Stadt ist. Also hier diesen Aufzug dann nehmen. Aber die Spitze des Speers ist natürlich bedeckt. Allerdings wäre der Weg quasi dieser hier. Er kommt dann hier runter, geht hier an der Seite entlang. Und hier seht ihr auch schon den Speer hier an der Seite. Ne? Über die Reling kann man sozusagen runterspringen auf so einen Pavillon, der da unten ist. Und kann sich dann da so den Weg auf diesen Speer draufbahnen. Muss dann so ein bisschen da hochspringen. Und findet dann ungefähr hier so an der Stelle, ne, wo das jetzt hier alles vergraben ist, findet man dann diesen Speer. Leider eben an diese Kondition gebunden. Wenn ihr im New Game Plus seid, ist das auf jeden Fall eine Waffe, die ihr euch holen solltet. Einfach, weil die so unglaublich cool ist. Die nächste Waffe ist was für all euch Stärke-Spieler da draußen. Das ist die Sternfall-Bestien Klinge? Nein, Sternfall Bestien Kiefer heißt das Ding. Das ist eine Waffe, die ziemlich gute Skalierung mit Stärke hat. Ich finde, ein gutes Moveset hat und eine Fernkampf-Kriegsasche, die hier so einen Meteoritensplitter beschwört. Skaliert mit Stärke, Geschicklichkeit und Weisheit das Ganze. Hat auch eine 34er Stärke, 20 Weisheit und 12 Geschicklichkeitsanforderungen. Das Ding ist ein Boss-Drop hier oben auf dem Berg Gelmir bei der Sternfallbestie, der ausgewachsenen Sternfallbestie. Um dorthin zu gelangen, zu diesem Boss hier oben, könnt ihr, wenn ihr auf dem Altus-Plateau angekommen seid, hier oben zu dieser Brücke reiten. Wenn ihr hier rüberkommt, bei dieser Gnadebrücke der Sünde, geht ihr einfach hier weiter Richtung Westen am Cliff entlang, bis ihr hier an dieser Stelle eine Leiter findet, die euch hier hochbringt. Hier oben auf dem Berg Gelmir angekommen, könnt ihr euch dann auf dem Weg nach hier oben machen. Da müsst ihr dann hier einige weitere Leitern hochklettern, könnt dann hier nochmal über eine Brücke reiten bis zum 9. Gelmir-Lager. Hier beim 9. Gelmir-Lager findet ihr dann so einen Luftstrom, der euch hier hochkatapultiert.
Ihr könnt natürlich auch hier diese ewig lange Leiter nehmen, aber wer macht das schon? Und dann findet ihr hier den Boss, der euch diese coole Waffe droppt. Und eine der coolsten Waffen habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, nämlich das Großschwert der Gottestöterin. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Stärke, Geschicklichkeits- und Glaubenswaffe mit einer sehr einzigartigen Kriegsasche, die halt einfach auch richtig viel Schaden macht, leider halt eine ziemlich lange Aufladung hat. Das Ding ist ein Boss-Schmelzer, wenn man in die entsprechenden Attribute investiert hat. Und die ist tatsächlich auch am schwierigsten zu finden. Die kriegt ihr hier in Caelid im Heiligen Turm. Um diese Waffe zu kriegen, müssen wir hier den Turm erklimmen, indem wir hier oben auf diesen Hügel hochreiten in Caelid. Und hier sehen wir dann auch schon, was hier Sache ist. Hier sind nämlich ziemlich viele Leitern. Das Ganze ist nämlich ein Jumping-Puzzle. Ich zeige euch jetzt den Weg dorthin in etwas beschleunigt und mache zwischendurch, wenn es ein bisschen mehr Erklärung braucht, auch nochmal kurz Pause und melde mich dann wieder zurück. So, Torrent zu benutzen macht das Ganze deutlich einfacher, zumindest hier außen. Dann gibt es hier erstmal eine Gnade und dann geht es innen drin weiter und wird nur noch schlimmer. Hier hinten diese Tür ist normalerweise verschlossen. Da müsst ihr nämlich erst hier runter und ja, jetzt wird es interessant. Hier geht man dann außen rum und ihr seht hier schon diese Balken mit den Rissen. Wenn man da drauf springt, fällt man sehr tief, erleidet aber keinen Fallschaden. Dann geht's erstmal hier runter. Zack. Ja. Dann auf dieses Ding hier. Ihr müsst nicht springen. Es reicht, wenn ihr einfach hier so runter geht. Jetzt müsst ihr allerdings einmal springen hier. Ja. Ist halt so ein blödes Jumping-Puzzle. Und hier dann runter. Hier kann man erstmal die Leiter hochklettern und dann diese Tür öffnen. Dann habt ihr einen direkten Weg hier und müsst ihr nicht mehr runterfallen. Na, also die wir vorhin gesehen haben, das ist ja direkt bei dieser Gnade. Hier hinten kommt nochmal ein Gegner um die Ecke. Ihr seht auch die ganzen Blutflecke schon. Ja, und jetzt haben wir es fast geschafft. Hier ist nochmal eine Gnade zum Rasten. So, okay. Und nach diesem Kollege hier folgt in dem Raum ein Boss. Das ist auch so ein Apostel hier. Und dahinter, wenn ihr den besiegt habt, seht ihr schon hier die Truhe, in der ihr dann final diese Waffe bekommt. Puh! Ja, und jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum ich das Ganze hier in zwei Videos aufgeteilt habe. Wie gesagt, noch weitere 6 coole Waffen fürs Endgame. Vom Style, von den Skills her, so ein paar besondere Waffen, die es noch zu finden gibt, habe ich im nächsten Video, das dann auch verlinkt ist am Ende des Videos. Klickt gerne drauf, wenn ihr dann noch was sehen wollt. Lasst mich, wie gesagt, gerne in den Kommentaren wissen, was eure Lieblingswaffe ist, welche davon ihr hier schon gefunden habt. Ich plane demnächst auch ein paar Story-Videos zu Elden Ring zu machen. Ich plane ein paar andere interessante Videos zu Elden Ring, aber auch zu anderen Spielen und auch mal ein paar ganz verrückte Sachen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie das bei euch ankommt. Ich habe ein paar lustige Videoprojekte geplant. Wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Wenn euch das gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das hilft mir, weil erst die Videos von mehr Leuten gesehen werden. Aber in jedem Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Fat Roll. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut.